Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, meine lieben Freunde. Ihr seht es im Titel, heute geht's ans Fahrwerk der 501. Nicht lang schnacken, Koppeln nacken, habe ich mir gedacht, bei der 501. Da muss jedes Teil muss neu und toll und geil. Und deswegen fahren wir heute zur ORS Suspension. Das ist in der Nähe von Köln, zwischen Köln und Bonn. Und heute ist auch das Wochenende, wo Anlassen ist. Aber das wird wahrscheinlich eh ins Wasser gefallen sein, gehe ich mal jetzt von aus, weil das Wetter nicht so geil vorgesagt wurde. Lou ist hinter der Kamera, die begleitet mich heute. Wir fahren auch heute nicht mit meinem Auto, sondern mit dem guten 2 Liter Benziner. Auf Erdgas. Ich kann euch sagen, das Ding zieht nichts vom Teller. Ja, wir tanken gerade, das dauert auch etwas länger als gewohnt. Wann sind wir durch? Bald. Aber egal, das Ding verbraucht einen Bruchteil von einem Diesel. Oh, ich glaube, jetzt sind wir fast durch, ne? Dauert auch ein bisschen. So laut wird das. Ja. Beste Anmoderation überhaupt. Wir fahren jetzt, es ist Mittwochabend, ich habe Donnerstag um 11 quasi den Termin bei ORS. Wir fahren jetzt schon runter, pennen dann eine Nacht im Industriegebiet in der Nähe und dann sehen wir uns quasi gleich bei ORS. Alter, 26 Euro. Wie weit kommen wir damit, Lou? 400 Kilometer. 400 Kilometer? Es ist ja ein Witz. Gib mir mein Rezept. So, wir haben gestern Nacht noch eine kleine Übergabe gemacht. Hier gibt es auch noch was für die DRZ. Die Kenner wissen, was es ist. Ja, wir sind jetzt bei ORS angekommen. Wir bringen jetzt mal alles rein und dann zeigen wir euch mal die Räumlichkeiten. Ja, wir sind jetzt bei ORS. Hier ist Marc, der erzählt euch jetzt ein kleines bisschen was über die Firma oder über Fahrwerk allgemein. Ich sag erstmal, wer wir sind. Also ORS, genau, richtig. ORS Suspension und Racing Service. Wir sind uns gibt es seit 2008. Wir sind spezialisiert auf Fahrwerke. Fahrwerke im Bereich Offroad, Motocross, Enduro, Supermoto. Bisschen Straße. Also grundsätzlich alles, was Fahrwerke angeht, eigentlich, außer Kfz. Ne? Also alles, was Zweirad-Fahrwerke. Also auch so eine Duke beispielsweise. Genau. Sowieso, also die ganze KTM, Husqvarna, Gas-Gas-Palette sowieso. Bei WP Authorized Center. Einmal die ganze österreichische Palette sowieso. Aber auch alle Japaner. Also auch Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki. Wie gesagt, spezialisiert im Offroad-Bereich, also Motocross, Enduro und halt die Supermoto-Schiene automatisch halt einfach durch die EXC-Geschichte umbauten, wie bei dir jetzt zum Beispiel auch. Ne? Ja, willst du mal erklären, was du so machst mit meinem Fahrwerk jetzt, oder? Genau, du hast jetzt dein Fahrwerk hier hingebracht. Genau. Also dein Fahrwerk in deinem Falle war jetzt nagelneu. Ja. Das heißt, das wird jetzt zerlegt, erst einmal. Dann wird die ganze Gabel und der ganze Dämpfer in seine Einzelteile soweit zerlegt. Wir passen die Dämpfungskennlinie anhand der Schirmbelegung auf dich an, beziehungsweise auf dich, auf dein Gewicht, deine Körpergröße und auf dein Einsatzgebiet, ne? In deinem Falle Supermoto. Wir passen die Federn an, was bei dir wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, bei dir werden wir nur mit der Schussdämpferfeder arbeiten, aber weil du sehr leicht bist, ja, das ist so das Hauptthema. Was dazu auch noch möglich ist, ist dann gerade im Supermoto-Bereich, wird das sehr oft gemacht, ist halt Veredelung der Teile, ne? Sei es optische oder technische Veredelung. Bei optischer Veredelung, genau, da sprechen wir immer von Eloxalarbeiten, das heißt farbliche Veränderung der Außenrohre oder der Gabelfüße, Kleinteile. Bei technischer Veredelung sprechen wir von Beschichtung der Innenrohre. Wir sprechen da von technischer Veredelung, weil es eine Gleitverbesserung bringt, eine Oberflächenverbesserung bringt, also eine Härte der Oberfläche bringt. Wir beschichten da in zwei Verfahren. Es gibt einmal DLC und einmal Titannitrit. DLC ist immer schwarz und Titannitrit ist grundsätzlich Gold und wird durch Veränderung der Gaszugabe und so weiter, durch verschiedene Verfahren halt, kann das eingefärbt werden. In zum Beispiel, was ganz bekannt ist so ein Regenbogenlook. Oder so ein blau-lila. Das sind so Möglichkeiten, die man da machen kann. Genau. Also so rot wäre dann nicht möglich? Oder? Nee. Also wir machen bei uns mit unserem Beschichter in Zusammenarbeit, auch was Haltbarkeit halt einfach angeht, immer nur die Farben halt klar, schwarz DLC und Titannitrit Gold, Blau, Regenbogen, also Blau-Lila-Regenbogen. Ne? Zack, innerhalb von Sekunden ist mein Fahrwerk schon nackig. Hier wird die Flüssigkeit rausgesaugt oder wie? Ja, im Endeffekt ist ein neuer Dämpfer jetzt, der ist fertig gemacht worden gerade. Und der wird jetzt entlüftet und genau, wird ein Vakuum gezogen. Und danach ist Öl wieder reingefüllt. Und das macht die Maschine dann automatisch, ne? Das ist ja richtig geil. Ja, mal eine Gabel machen, das hat jeder mal schon irgendwie gesehen. Aber den Dämpfer.
Flüssigkeit ist blau. Ja, in dem Fall, ja, genau. In dem Fall von BP, das Öl ist blau, ja. Und da ist auch recht viel drin, ne? Ja, ungefähr ein halber Liter, ein bisschen weniger, 400 Milliliter. So sieht also ein neues, unbenutztes Federbein aus. Pass auf, so. Du bekommst jetzt hier eine andere Zugstufenscheibe drauf, weil der Dämpfer jetzt in dem Falle tiefer gelegt wird. Mhm. Das heißt, aber das ist die originale, das ist die neue. Ach so, die sind dann einfach unterschiedlich dick? Die haben eine unterschiedliche Höhe, genau. Dadurch ist der Dämpfer ein bisschen tiefer und kriegt den Supermoto-Charakter halt. Mhm. Die Gabel wird auch tiefer gelegt und dann hast du den typischen Supermoto-Charakter mit der Wendigkeit und so. Ja, geil. Also tief auf der Straße quasi. Wofür sind diese Scheibchen? Dämpfung. Für die Dämpfung? Genau. Das ist eigentlich... Oh Junge, so ein paar mehr. Das Herz deines Fahrwerks. Ah, die werden dann hier oben einmal raufgelegt. Genau, das ist besser raufgelegt. Sind das jetzt die aus meinem alten Fahrwerk? Also aus deinem, genau. Aus meinem Fahrwerk und jetzt... belege ich quasi neu. Ah, das haben wir noch nie gesehen. Hier ist aber auch eine ordentlich Kurven gefahren, du. Was ist das jetzt? Stickstoff. Also ich fülle den Dämpfer jetzt mit Stickstoff. Oha. Was hat das für einen Vorteil? Nee, ist immer. Wird immer. Ist immer so? Ja, ja, genau. Ach so. Wichtig. Geil, ne? So, das ist jetzt die Cartridge, die jetzt bei dir eingebaut wird. Die ist intern 20 mm tiefer gelegt. Damit man das heißt, mehr, also näher am Boden ist, genau, als genau. Man hat diesen schönen Supermoto-Effekt. Genau. Das heißt, die wird jetzt eingebaut, 20 mm tiefer gelegt. Hier sind deine neuen Federn, die sind dementsprechend jetzt auch kürzer als die Originalen, die drin sind. Das ist die Originale, ne? Genau. Oh ja. Den Unterschied sieht man.